Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen beim neuen Video von mir. In diesem Teil werden wir bei unserem Ford Ranger die Differentialentlüftung höher legen. Was das ist und was das Ganze bringt, das seht ihr nach dem Intro. Also, los geht's. Okay Freunde, zunächst einmal herzlich willkommen zurück im Video und wie im Intro schon erwähnt, wir werden heute gemeinsam unsere Differentialentlüftung höher legen. Was das Ganze ist, das erkläre ich euch jetzt. Ganz viele Leute bauen sich ja Schnorchel an ihr Fahrzeug und viele, glaube ich, bauen sich die Schnorchel an ihr Fahrzeug, um quasi durch tieferes Gewässer fahren zu können. Also im Prinzip, um die Luftansaugung des Motors höher zu legen. Allerdings, bevor man ein Schnorchel braucht, kommen erstmal noch andere Dinge, die im Prinzip im Wasser sind und die dann erstmal Wasser ziehen würden. Wie zum Beispiel die Differentiale. Selbst wenn ihr nur durch relativ niedriges Wasser fahrt, euer Differential hat im Prinzip eine Entlüftung. Weil wenn das Differential heiß wird, dann dehnt sich es ja im Prinzip aus und wenn es kalt wird, zieht es sich wieder zusammen. Das ist halt so im Prinzip. Und dafür habt ihr eine Entlüftung. Hättet ihr keine Entlüftung, dann könnt ihr das Ding reißen oder Unterdruck bilden oder Überdruck oder wie auch immer. Dafür habt ihr auf jeden Fall eine Entlüftung an euren Differential. Wenn ihr jetzt normalerweise fahrt, dann wird euer Differential warm, dehnt sich aus und wenn ihr dann im Prinzip durch ein Gewässer fahrt, dann wird von jetzt auf sofort das Differential runtergekühlt. Und ihr zieht euch im Prinzip Luft. Und das ist einfach das größte Problem. Das heißt, wenn ihr durch ein Gewässer durchfahrt, dann wird sich diese Luftöffnung öffnen und ihr bekommt Wasser quasi in euer Differential rein. Und das Ganze wollen wir dringend vermeiden. Wir zum Beispiel sind welche, wir sagen ganz klar, wir fahren nicht durch die tiefsten Gewässer durch, weil irgendwo kommt das Wasser dann ja auch in unseren Canopy Camper rein und in seinen Ausbau und das wollen wir einfach nicht. Deswegen werden wir gar nicht so tief in irgendwelche Wasserlöcher reinfahren, dass wir überhaupt theoretisch für Gewässerdurchquerungen einen Schnorchel brauchen würden. Allerdings, was wir auch schon hatten und was wir auch schon durchgefahren sind, ist Gewässer, was so tief ist eben, dass wir mit unseren Differentialen drin standen. Oder auch eben Spritzwasser oder wenn mal eine Welle hochkommt beim Durchfahren. Das sind alles so Dinge, da werdet ihr euch im Prinzip halt Wasser in eure Differentiale reinholen. Bei unserem Fahrzeug ist schon eine kleine Höherlegung drin, die aber nicht ganz so wirklich hoch geht. Und deswegen verbauen wir heute das Ironman 4x4 Diff Breather Kit. Wie gesagt, wahrscheinlich würden wir es nicht unbedingt brauchen, aber sicher ist sicher. Lieber verbaue ich das Ding kostet nicht die Welt und dann bin ich auf Nummer sicher. Also Freunde, würde ich sagen, wir machen das jetzt einfach mal Stückchen für Stückchen und ich erkläre euch, wo was hinkommt und wie wo was dran muss. Also, los geht's. Also wir machen das Differential und Lüftungskit jetzt einfach mal auf und schauen mal ganz kurz an, was da drin ist. Als allererstes bekommt ihr mitgeliefert, im Prinzip das Wichtigste, den Schlauch an sich. Der Schlauch ist ölresistent und so ein bisschen hitzeresistent und so weiter. Das heißt, den könnt ihr auch ohne Schutz einfach unterm Auto drunter verlegen, passiert nichts. Dann brauchen wir, um den Schlauch irgendwie an die Differentiale zu bekommen, auch noch die Halterung. Das heißt, hier sind nochmal zwei Halterungen mit dabei. Und die werden dann nachher da reingeschraubt, der Schlauch kommt drüber und dann ist das auch dicht. Dann bekommt ihr noch das Wichtigste auf der Gegenseite, den Filter an sich. Das heißt, hier seht ihr, sind zwei Filter oben drauf, einmal fürs Front- und fürs Heckdifferential. Da geht ihr mit den Schläuchen dann ganz einfach drauf und dann ist das Ganze safe. Der Filter, der kommt dann nachher vorne in den Motorraum, aber das schauen wir uns dann Stückchen für Stückchen an. Und dann bekommt ihr noch das ganze Montagematerial, das heißt Schlauchschellen, um das Ganze festzumachen, dass er nicht wieder runterrutscht und noch ein paar Kabelbinder und Schrauben und so weiter. Aber das werdet ihr dann Stückchen für Stückchen in dem Video sehen. Also, ich habe euch das ganze Material vorgestellt, wie ihr seht, ist nicht viel, was man da braucht. Und genau, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt mal an. Okay, als allererstes werden wir jetzt mal einen Radkasten ausbauen. Aus drei einfachen Gründen. Punkt Nummer 1, am Ford Ranger ist schon so ein kleiner Schlauch dran, der allerdings nicht arg hoch reicht und der läuft hier oben rein. Das heißt, das wird Punkt Nummer 1, den werden wir beseitigen. Ich werde ihn nicht wegschmeißen, weil dann kann ich wieder aufs Original zurückbauen, wenn ich das möchte. Dann sehen wir besser, wo wir nachher den Schlauch verlegen und ich kann mal gucken, wie viel Dreck sich hinten dran gesammelt hat. Wie gesagt, wir müssen ja dieses Jahr vor dem nächsten Winter definitiv noch die Unterboden- und Hohlraumversiegelung machen und dann kann ich auch mal direkt schon gucken, wie viel Dreck sich da hinten dran sammelt. Also, das wird im Prinzip unser erster Schritt sein. Den Radkasten beim Ford Ranger zu entfernen ist so ein bisschen tricky, weil ihr habt hier vier Nieten, die ihr rausbohren müsst und die müsst ihr nachher wieder reinsetzen. Das heißt, da müsst ihr euch dann neue bestellen, aber das zeige ich euch jetzt im Prinzip Stückchen für Stückchen. Finde ich irgendwie nicht so die geile Lösung, aber naja gut, wie auch immer. The way you touch me around my neck, got chills down my back, you do it right, the way you hold.
runtergefallen. Ja, Freunde, das ganze Ding ist jetzt weg und so sieht es unten drunter im Prinzip aus. Da sind die kompletten Anschlüsse für einen Tank im Prinzip, also für den Dieselstutzen und hier eben die Entlüftung und sämtliche Kabel und keine Ahnung was. Also habt ihr das jetzt im Prinzip auch mal gesehen. Spannend. Und ich muss sagen, hier oben sieht es eigentlich echt gut aus. So vom Dreck und so weiter. Okay, Freunde. Also als allererstes muss ich sagen, das ist echt spannend, das hier mal gesehen zu haben. Das finde ich eigentlich eh ganz cool, wenn man in seinem Auto sämtliche Teile auseinander nimmt und das einfach da mal sieht, wie es aussieht. Punkt Nummer 2. Hier unten ist tatsächlich Echo und Grundträger richtig viel Dreck, aber das war ja schon fast klar. Aber ich muss sagen, hier oben drinne sieht es eigentlich echt gut aus. Das ist eigentlich echt cool. Theoretisch könnte man das andere hier jetzt auch noch wegmachen. Dann würde man theoretisch auch noch die ganzen Kabel sehen, die ich hochgeführt habe. Aber das brauche ich heute eigentlich nicht. Also würde ich mal sagen, entfernen wir jetzt den Schlauch von der Heckdifferentialbelüftung. Und dann können wir schon hinten anfangen mit Differentialentlüftung anschrauben. Also los geht's. Der Schlauch ist jetzt erstmal befreit, der ging ja im Prinzip hier oben rein, das heißt, da müsst ihr einfach das halt befreien. Weil klar, man kann ihn auch drinnen hängen lassen, ich kenne auch ein paar Leute, die das Ding drinnen hängen gelassen haben, finde ich aber einfach nicht cool, weil man braucht es nicht, also kann man es ausbauen, finde ich, meine Meinung. Weil man es halt macht, macht man es gleich ordentlich. Im Prinzip ist es, wie schon erwähnt, einfach total unspektakulär. Ich muss jetzt einmal die andere Schraube vorbereiten, das machen wir gleich im nächsten Schritt, das heißt einmal Teflonband drum. Und dann hier schon mal hinlegen, am besten schon mal den Schlauch dann gleich vorbereiten, dass wir ihn drüber stecken können. Und dann im nächsten Schritt müssten wir den einfach nur aufschrauben, rausmachen und den anderen draufschrauben. Klar, ihr müsst natürlich gucken, wenn ihr das dann aufschraubt gleich, da muss es halt relativ schnell gehen, weil es sollte kein Dreck reinfallen und so weiter. Und deswegen, ja, muss man sich da halt einfach ein bisschen beeilen. Also im nächsten Schritt, wie schon erwähnt, brauchen wir jetzt einen von den Haltern und Teflonband. Teflonband ist einfach nur dafür da, dass wir das ums Gewinde drum machen und beim Reinschrauben das ganze Gewinde dann ordentlich abgedichtet wird. Dass quasi keine Luft gezogen wird oder im schlimmsten Fall halt eben Wasser eindringen kann. Das wäre doof und deswegen nimmt man dieses Gewindedichtband. Alles klar, Freunde, wie ihr sehen könnt, hier hinten
ist der Schlauch jetzt überall verlegt, hier festgemacht, dass er nicht mehr rausrutschen kann. Hier oben wieder in die Klemme eingepackt und oben auch. Wir haben hinten die Kabelbinder dran. Und im nächsten Schritt geht es darum, den Schlauch wieder vorzulegen im Motorraum. Alles klar, Freunde, wie ihr sehen könnt, der Schlauch liegt jetzt endlich hier vorne und jetzt müssen wir uns hier vorne im Motorraum irgendwo einen hübschen Platz aussuchen, wo wir dann im Prinzip diesen Filter hinbauen. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt noch nicht, ich gucke gerade so ein bisschen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich ihn verschraube oder ob ich ihn einfach mit Kabelbindern hinmache. Das müssen wir jetzt mal schauen. Aber wie auch immer. Im Prinzip, wenn ihr den Schlauch hochführt, dann fahrt einfach an irgendwelchen existierenden Schläuchen und Kabeln und so ein Zeug hoch. Direkt über dem Träger fahren die ganzen Schläuche für den Motor, also vom Tank quasi hoch. Da könnt ihr im Prinzip einfach mit dran entlang. Und dann vorne halt quasi einen Weg hochsuchen, wo keine beweglichen Teile sind. Gucken, dass es nicht irgendwo hart dran scheuert oder irgendwo sehr stark dran hingedrückt wird. Aber ansonsten kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Also einfach hochziehen und gut ist. Und ich suche jetzt mal ganz kurz einen Platz, wo wir den Filter hinmachen und dann montieren wir den. Alles klar, Freunde, wie ihr gesehen habt, den hinteren Teil haben wir jetzt erledigt, also das Heckdifferential, das ist vorne angesteckt und müsste jetzt eigentlich soweit funktionieren. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist das vorne befestigt, weil wir müssen jetzt noch das Frontdifferential machen und dann können wir es danach auch noch drauf stöpseln auf den Twinfilter vorne. Und dann können wir es im Prinzip vorne verschrauben, dass es halt einfach festhängt. Also würde ich sagen, im nächsten Schritt machen wir mal das Frontdifferential. Los geht's! Alles klar, Freunde. Im ersten Schritt muss jetzt mal vorne der Unterfahrschutz weg, dass wir da hinten rankommen. Das machen wir jetzt mal zuerst.
Also für all diejenigen, die es interessiert, das hier ist das Differential. Allerdings läuft hier oben drauf, das sieht man da hinten ganz schlecht. Ich versuch's mal zu filmen. Hier hinten kommt die Entlüftung hoch und diese Entlüftung endet schon direkt im Motorraum. Das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Und das hier vorne, das hier, genau dieser hier, ist quasi die Entlüftung, die hochkommt von dem Frontdifferential. Das heißt, dieser hier liegt ja schon echt mega hoch. Das ist einfach nicht nötig. Das ist nicht nötig, diesen vorderen hier auszutauschen. Hier seht ihr es im Prinzip auch nochmal. Das ist die Entlüftung unten fürs Differential. Wie ihr eben gesehen habt, das Frontdifferential hat im Prinzip seine Lüftung schon genau auf der Höhe liegen, wo wir sie haben wollen. Also quasi oben im Motorraum, da wo wir jetzt auch die andere Entlüftung hinlegen von der Höhe. Das heißt, wir sind uns glaube ich alle einig, dass es keinen Sinn macht, das Frontdifferential nochmal unten abzustöpseln und nochmal einen neuen Schlauch reinzulegen. Das macht einfach keinen Sinn. Und deswegen beim Ford Ranger, wenn ihr ihn haben solltet, dann eben Heckdifferential, sind wir uns glaube ich auch einig, dass das wirklich Sinn macht, weil der lag wirklich nicht so hoch. Bei manch anderen Pickups ist das so der Fall, dass wirklich nur so ein kleiner Nupsi hinten drauf steckt, also gar keine Entlüftungsüberlegung, da macht es definitiv Sinn. Aber wie gesagt, bei uns, beim Heckdifferential hat es definitiv Sinn gemacht. Beim Frontdifferential würde es einfach keinen Sinn machen, das auszutauschen. Deswegen schraube ich jetzt einmal den Unterfahrschutz wieder drunter. Dann schrauben wir den Twin-Filter quasi vorne rein. Und dann haben wir im Prinzip eine Filterseite noch frei für, weiß ich nicht, Transfer-Case oder sonst irgendwas. Müssen wir mal gucken, wo wir noch eine Entlüftung brauchen, ob die alle oben liegen. Ansonsten könnten wir da quasi noch eine andere hochlegen. Wenn jetzt die Löcher drin sind, dann auf keinen Fall vergessen, Roststopp drauf zu machen, dass quasi uns das Zeug nicht wegrostet, sofern ich dann die Dose wieder aufkriegen würde. Alles klar, Freunde, ihr habt es gesehen. Vorne sind die Twin-Filter drin. Wir haben den Schlauch verlegt für das Heckdifferential und alles ist soweit jetzt verkabelt, also mit Kabelbindern festgemacht. Alles kann nicht irgendwelche beweglichen Teile reinrutschen. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben unser Auto jetzt auf jeden Fall wieder ein Stückchen sicherer gemacht gegen Wasserdurchfahrten und so weiter, gegen Dreck. Und ja, wie ihr gesehen habt, grundsätzlich ist das eigentlich kein Hexenwerk, das Ganze zu tun. Es braucht einfach nur Zeit tatsächlich, bis man alles soweit halt offen hat, bis man es verlegt hat. Die Qualität von dem ganzen Kit und die Qualität von dem Schlauch finde ich richtig geil. Gibt's auch dazu zu sagen, wir haben jetzt im Prinzip beide Luftansaugungen vorne im Motorraum drin liegen, sowohl Front- und Heckdifferential. Die liegen jetzt beide vorne, sind beide geschützt gegen was auch immer. Und ja, ich fand es auf jeden Fall wieder richtig cool, mal wieder was im Auto zu machen, mal wieder am Auto rumzubasteln. Hab heute wieder einen Haufen dazugelernt und hatte jetzt mal wieder ganz andere Teile offen und weggeschraubt, die ich sonst auch noch nie euch geschraubt hatte. Unser Unterbodenschutz zum Beispiel, unsere Radverkleidung, hat man gesehen, wo die ganzen Sachen hochlaufen vom Tank und so weiter. Also es war auf jeden Fall echt mega spannend, finde ich. Und ja, schreibt mal gerne unten in die Kommentare rein, wie es bei euch aussieht, ob bei euch die Heck- und Frontdifferenziale irgendwie höher gelegt sind oder ob ihr einfach nur solche kleinen Ventile drauf habt. Würde mich echt mal interessieren. Oder ob ihr tatsächlich auch schon eure Differenziale, die Luftansaugung, höher gelegt habt oder wie auch immer. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet
Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann jetzt nicht vergessen, auf Abonnieren zu klicken und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, weil dann wirst du nämlich immer sonntags benachrichtigt, wenn wir unsere Videos hochladen. Wenn ihr sonst noch Fragen haben solltet zu unserem Auto, zu unseren Reisen oder sonst irgendwas, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wie gesagt, wir haben ein neues Videoformat mit den FAQs. Da werde ich dann regelmäßig Videos machen, damit quasi auch so Kleinigkeiten, die man halt einfach mal kurz wissen möchte, ja, im Prinzip alle geklärt sind. Und somit bedanke ich mich auf jeden Fall vielmals bei jedem Einzelnen von euch, der das Video angeguckt hat, und hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Und somit sehen wir uns dann hoffentlich nächste Woche im nächsten Video wieder. Ich bin raus, haut rein und tschüss.